Mutter, was machst du da unten? Endlich, komm rein! Das ist ja unverantwortlich, dass ihr Kinder in dieser Betreuungslage noch in die Schule müssen. Was, Schule? Ich habe Feierabend und komme vom... Lass mir zu! Die Lage ist ernst. Es ist wieder mal so weit. Die Russen greifen da. Gestern Krim und morgen Albis Rieden. Und in den Schutzraum hier kommt der Putin nicht. Das ist doch Blödsinn. Und wenn der Putin kommt und den hier sieht, dann bekommt er Angst. Ein bisschen mehr Respekt gegenüber deiner militärischen Führungsperson und Mutter. So, und leider erfordert jetzt die Betreuungslage, dass wir auch Kinder bewaffnen wollen. Mutter, übertreib es jetzt nicht. Der Putin interessiert sich doch nicht für dich, weil der ganz anders... Das hat dein Vater auch gesagt, bevor er abgehauen ist. Aber schwanger bin ich trotzdem geworden. So, und jetzt machen wir ein Manöver. Wir wollen ein bisschen exerzieren. Wir machen Liegestütz. Gut, komm, Liegestütz. Ich tu noch ein bisschen den Notfahrrad inspizieren. Deutsche, unser Hausabwart und die Lohnen rein. Ihr löst auch nicht jeden rein, oder? Also, nur löse die rein, wo man sagt, die lassen wir rein. Einwandfrei. Nein, nur Fachkräfte. Und ich bin Fachkraft, ich bin Hauswart. Ja, aber wir können sie jetzt nicht in den Schutzraum hinlassen. Das Boot ist voll! Hört mich durch, ich werde da unten gegen meine Wille festgehalten. Was ist denn das? Einwandfrei. Also, ist das ein Fritzelkeller, oder? In 2 Stunden seid ihr raus und die Fahrräder sind wieder schön am Ding daran. So weit ist es auf mit der Schweiz. Der Russ steht an der Grenze und der Deutsch rührt uns aus unserem Regime raus.